Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. Wo ist denn der Knallkopf? Hier, Ich bin komm her. müde. Ist mir egal. Ah, ja, jetzt. Auf geht's. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich hab bezahlt. Aber ich habe euch bezahlt. Psst, kommt heute Nacht wieder. Verdammt mich. Wo kann man denn jetzt... Shani, ich muss noch mal meditieren. Wo bist du? Verdammt noch mal. Ja, ich auch. Deswegen will ich noch mal meditieren. Es ist doch schon abends, oder? Das ist genau. Ihr werdet schon wieder. Ich verspreche es. Ja, ja. Shani ist weg. Shani ist weg. Das ist eine Art Fluch. Das ist doch jetzt nervig, oder? Na, dann gehen wir noch schnell zu Vivaldi. Dann machen wir halt erst Vivaldi fertig. Er ist schon voll dunkel. Wer bist denn du? Eine Hure? Nein, eine Hure gönnen wir uns jetzt nicht. Wo ist Vivaldi? Vivaldi ist hier. Vivaldi, gib mir das Buch. Komm. Hopp. Ups. Immerhin habe ich 200 für dich bezahlt. Giftswerk. Was führt euch hierher? Hier, das ist. Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, im traurigen Rest meiner Büchersammlung. Es gehört euch, wenn ihr wollt. Ja, wie gerne. Viel? Ihr habt mich aus dem Gefängnis geholt. Nehmt es als Geschenk an. Dankeschön. Wollen wir über die reden? Ich würde gerne über die Salamandra reden. Warum? Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank. Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Oh, das tut mir leid. Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugutekommt? Raus! Ja, ich glaube euch. Ich glaube euch. Warum unterhaltet ihr Beziehungen zu den Scoia'tael? Ich verstehe ihre Motive, auch wenn ich sie nicht billige. Okay. Und warum redet ihr dann mit ihnen? Kooperation ist der einzige Weg, meine Interessen zu wahren. Und mit Menschen? Im Rahmen des Gesetzes. Wenn wir kein Vertrauen in das Gesetz haben, haben wir gar nichts. Und nun lebt wohl. Ich glaube euch. Nur ein Haufen von Verdächtigungen. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Ja. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Mich interessiert brennend, wer es ist. Okay. Ich sollte die geheimen Pforten sorgfältig lesen. Klar. Ja, werde ich ja auch machen. Ja, dann machen wir das eben gleich. Das muss ja hier irgendwo sein. Die geheimen Pforten, gib mal her. Oh Gott, dann lesen wir mal, oder? Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Pipetten. Es heißt, er suchte einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in Schwarzgebrannten verwandeln kann. Okay. Mit anderen Worten, einen Stein, der alle Materie umwandelt. Die Götter reagierten erzürnt, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm den Zauber des Zauberers Turm zum Einsturz. Doch er erbaute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zauberers umstürzte. Doch er erbaute wieder einen neuen und wirkte Zauber, die Erde selbst zu binden. So konnte weder Himmel noch Erde dem Magier etwas anhaben. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupten, eine Frau sei ihm zum Verhängnis geworden. Wieder andere, seine eigenen Geschöpfe hätten sich gegen den Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen und hütet seine Geheimnisse. Und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert. Okay. Ich sammle weitere Informationen für Kalkstein. Tun wir das? Na, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Teleportationskristall, okay. Oh Gott, würfeln müssen wir auch noch. Ja, ich weiß. Vivaldis Brief? Na. Wir sind nicht so
neugierig. Jetzt habe ich dieses blöde Buch zweimal, verdammt, das hatte ich schon mal. Also, okay. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10. Sucher, öffne die Augen, blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst findig werden. Der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen. So er denn darum gebeten wird, dein Herz hingegen wird keine Liebe. Doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist, deine Erinnerungen. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib, 3 Gesichter, 3 Gnadengaben. Verstehen, Macht, Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe. Lasse dich nicht von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Oh Gott. Jener, der den Weg durch das labyrinthartige Mysterium weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen. Du wirst alles begreifen. Was verschlossen ist, wird dir offenstehen. Die 10 Namen lauten Weisheit, Verstehen, Liebe, Barmherzigkeit, Macht, Sieg, Ruhm, Fundament, Königreich, Krone. Dieses Buch fügt bla bla bla. Ja, das sind jetzt hier diese von diesen Steinen, die wir doch schon gesammelt haben. Also die wir schon eingesetzt haben. Wo ich da immer an diesen Dingern da war. Und da fehlen uns ja noch welche, ne? Na gut. Haben wir das mal gelesen. Das haben wir doppelt. Okay, haben wir hier noch was zum Lesen? Nö. Dann, wo sind wir? Bei Vivaldi. Ausgang. Hopp. Werden wir mal. Ist es schon tiefste Nacht? Moment, ich muss mal gucken. 20.30 Uhr. Speichern. Ja, wenn wir schon da sind. Komm hier. Speichern wir mal gleich. So. Tadam, tadam, tadam. Oh, ich hab Schmerzen. Okay. Chani. Ich könnte schade weh. Wir wollten eigentlich... Nach oben, Pater. Dankeschön. Seid mein Gast. Aber gerne. Ich werde sofort gehen. Das ist aber lieb von dir, Muttchen. Dann gehen wir mal. Da können wir mit Chani jetzt erstmal über Schwert reden. Weil dann könnten wir mit Thala noch entlasten, glaube ich, Chani. Ah, hier bist du. Komm her, hier, Puppe. Endlich habt ihr mich gefunden. Na klar. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten. Chani. Die macht mir das Leben zur Hölle. Na sage mal. Mädchen in eurem Alter sollten längst verheiratet sein. Alte Vettel. Hätte schon vor Jahren einen Stern sein. Alte Leute sind ebenso. Alte Leute sind ebenso. Ne, Chani? Ja. Wenigstens ist die Miete günstig. Okay. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Mhm. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja. Okay, Chani. Chani? Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Haben wir ein Problem? Ja. Wie ich hörte, habt ihr Cohen gesehen, kurz bevor er starb. Ah, den anderen... Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Genau, den anderen Hexer. Er starb bei der Schlacht von Brenner, auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keiner. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Nee. Das tut mir leid, Chani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shiva. Oh. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Na prima. Halt, halt, halt. Nein, 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 komm her hier. Wir sind noch nicht fertig, Madame. Hopp. Ja? Chani?
Shani. Ich wollte reden. Na dann red. Was ist denn? Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Wir sind tut ja höflich leid. Und hören zu. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Ach ja. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Okay, danke, Shani. Ich sollte mit Soltan sprechen. Oh, nee, jetzt echt? Eieieiei. Mutti, schläfst du? Hier. Zarab, zarab, schauen wir mal. Ey, es ist mitten in der Nacht, komm jetzt hier. Muss doch, wo ist denn, wo war das blöde Krankenhaus? Hier um die Ecke? Kommt um Mitternacht wieder, hat er gesagt, oder? Ey, es ist mitten in der Nacht, mir ist das jetzt egal, wir gehen jetzt hier rein. Zarab, zarab. Operationstisch. Hey, komm jetzt hier, wo war der hier? Hoppa. Ich hab bezahlt, ne? Komm mir nicht blöd. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich hab bezahlt. Aber ich habe euch bezahlt. Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Boxfleisch? Ich... Stopp. Mach mal hier, Meteoritenschwert. Silberschwert. Wir brauchen das hier. Ups. So, komm her. Meine Lungen. Das ist ein Dampfbuch. Ich hab das Kämpfen verlernt. Stopp, ich hab das Kämpfen verlernt. Scheiße. Echt? Geralt, mach! Für das Gold, das sie euch bezahlen. Nee. Ich bin fast tot. Haben wir alle geschafft? Das ist eine Art Fluch. Scheiße, war das jetzt knapp. Oh Gott. Ich bin müde. Ey, wenn ich so lange nicht kämpfe, so lange nicht zocke, ne? Ich vergesse das. Das ist echt übel. Was war das denn? Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Okay. Hey. Ich bin müde. Huh. Verdammte Schurken. Okay, ihr sagt alle nichts mehr. Gib mir mal hier noch. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Das kannst du laut sagen. Ich sterbe auch hier. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Ich glaube aber, draußen erwartet uns niemand mehr. Ich bin müde. Ich kann nichts mehr nehmen. Ja gut, dann kann ich hier noch was nehmen. Kann ich auch nicht mehr nehmen. Na gut. Das war ja, jetzt haben wir uns ja nicht mit Ruhm bekleckert. Habt ihr das gesehen? Oh, gruselig. Na gut. Boxfleisch? Boxfleisch? Was hat denn Boxfleisch damit zu tun? Boxfleisch ist der Zuhälter. Boxfleisch ist der Zuhälter. Was hat der Zuhälter damit zu tun? Jetzt hat hier schon wieder irgendwas geblubbert. Fürchterlich, ne? Nee, das wollen wir jetzt nicht holen. Wir gehen... wir müssen... Wir gehen mal hier irgendwo. Wo können wir denn ein Ruhelager? Ups. Wir brauchen mal. Da wohnt Boxfleisch. Ach komm hier. Ja, so kann man auch Feuer anzünden, ne? Bis zum frühen Morgenstunden. Meditieren wir mal. Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ah ja, interessant. So. Steh auf, mein Freund. Zrapp, 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 zrapp. Wir gehen mal ganz fix und tun ein bisschen was umlagern.
Ich muss mal gucken, was wir noch brauchen und was wir nicht brauchen. Ach, hier ist ja dieser Alkoholiker, den brauche ich auch noch. Abends, verdammt. Hier, komm mal her. Verdammt, macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Haben wir hier schon geboxt? Nee, ne? Krümmeln? Zimmer frei? Nee, hier, komm mal her. Flatterfangzähne, also hier haben wir noch einen, dann können wir den verkaufen. Und dann mal hier den da noch. So. Das brauchen wir. Nehmen wir den Saphirring weg. Na, den roten Meteorit nehmen wir jetzt auch mal weg. Den temerischen Wodka auch. Die Nilfgaarder Zitrone auch. Den brauchen wir, glaube ich. Das nehmen wir auch mal weg. Ja, das brauchen wir. Den Ring legen wir mal an, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. So, und hier, ja, das lassen wir erstmal so. Wie war das mit der Rüstung, ne? Die kostet 5000. Das ist fürchterlich. So. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Jetzt wollte ich mich gerade verabschieden und dann kriege ich so einen Spruch hingehauen. Seid ihr noch ganz jeck? So, haben wir mit Butterbohnen... Nee, wo ist ein Butterbohnen? Was? Mit dem kämpfen wir jetzt noch. Seid ihr ein erfahrener Faustkämpfer? Ich habe schon einige weich geprügelt. Warum? Ich habe Fettfried besiegt und suche jetzt einen neuen Gegner. Ihr habt etwas gegen Dicke? Na klar. Ja, warum? Ja. Warum? Ihr habt gerade Butterbohnen angemacht. Wie hoch ist der Einsatz? 75 Orens. Na klar. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich muss mich verbessern. Oh, jetzt kriegen wir hier. Keine Herausforderer? Aua. Würdest du bitte mal... Wo ist denn der? Hier. Ey, hau dir doch, lass dir doch nicht auf die Schnauze hauen. Wer will einer aufs Maul? Ich krieg hier gerade von diesem fetten Butterbohnen hier voll auf die Fresse. Würdest du? Meine Nase juckt. Ich wollte zum Ende noch den Fettsack hier besiegen und jetzt haut er mich voll auf die Schnauze? Komm her. Geralt, würdest du bitte? Warum steckst du denn so viel ein? Stell dich nicht so dumm an. Bis morgen. irgendwie, hallo, mal weg hier. Ja, komm jetzt hier, hoppa. Ey, wir sind fast tot. Geralt. Ah, Finisher. Yes. Damit können wir doch das den Part beenden. Das sah ja gerade etwas eng aus, ne? Habt ihr das gesehen, wie ich auf die Fresse gekriegt habe? Gott, ich bin aus der Übung. Ja. Ich sehe doppelt. Ich habe gewonnen. Wählt. Zwei Flaschen Alraunentinktur, eine goldene Halskette oder 150 Orens. Brauche ich diese Tinktur? Ich überlege, Nein, ich nehme das Gold. 150 Orens. Ja, dann haben wir das hier in diesem Ding gemacht. Und brauchen erst wieder im nächsten... Vielleicht sollte ich jemanden ausrauben. Was, jemanden ausrauben? Bist du ganz bekloppt? Ich gehe hier. Ja, ja. Ich würde mal sagen... Es hat wieder geblubbert, ne? Ich mache hier mal ein Päuschen. Und wir zocken beim nächsten Mal weiter. Ja, ich muss mich erst mal heilen, ne? Ja, dann halt so. Tun wir mal hier... Ach, zwei Stündchen meditieren, dann müssen wir wieder fit sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Emily70. Ciao, ciao. Alles wieder fit hier. Bye. Bis zum nächsten Mal mit Geralt und mir. Ciao.